Es geht weiter mit Banishers. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Der Rundgang hier im Dorf ist fast geschafft. Ich muss, glaube ich, nur noch mit einer Person reden. Erstmal mit der da. Mehr habe ich hier nicht gesehen. Hier rennt noch jemand rum. Wer ist denn das? Nein, das ist die Bierbrauerin. Mit der habe ich schon gesprochen. Das ist Lucy. Die wird verdächtig, weil die irgendwie viel mit Kräutern und sowas macht. Schauen wir mal. Darunter kann ich noch nicht, weil der Fahrstuhl nicht aktiv ist. Bin sehr gespannt, was wir hier noch für Geschichten und Themen bekommen werden hier. Also Eifersucht und sowas haben wir jetzt auch schon angeteasert. Da geht es bestimmt noch weiter. Also schön, dass ihr dabei seid, Leute. Und sollte euch die Folge heute vielleicht wieder gefallen, dann klickt doch gerne auf den Like-Button. Dankeschön. So, reden wir mit dem hier. Der ist noch neu. Einen guten Tag, Mr. McGrath. Wüsste ich euren Namen, könnte ich euch dasselbe wünschen. Ismael Law. Ich habe euch im Haupthaus gesehen. Ich habe die Male auf euren Händen erkannt. Okay. Ich wäre auch gerne ein Verbanner geworden. Sich mit den Mysterien der Welt zu beschäftigen, das muss aufregend sein. Okay, das ist also der Typ, der in der Scheune gesehen wurde von der Dame, den Handelsladen hat, ne? Wurde von einer mal erwähnt, dass der irgendwas bei der Scheune auch gemacht hat. Okay, ihr wolltet echt Verbanner werden? Ihr wolltet Verbanner werden? Das ist ungewöhnlich. Als Kind traf ich auf einen Verbanner. Die Male an seinen Händen, sein Auftreten, seine Selbstsicherheit beeindruckten mich. Ich fühlte mich sicher. Ihr tut Gottes Werk, ob ihr es wisst oder nicht. Wie Charles Davenport. Ich hatte großen Respekt für den Minister. Sein Tod ist tragisch. Ihr wolltet Verbanner werden. Wieso habt ihr euch anders entschieden? Ich habe stattdessen geheiratet. Bin nach New England gekommen. Das hat mein Leben ruiniert. Minister ist ja eigentlich Pfarrer, würden wir dazu sagen, ne? Okay. Charles, ja, der gute Kollege. Was gibt's Neues? Erzählt mir von den Leuten hier. Das ist ein breites Themenfeld, das womöglich eine präzisere Frage erfordert. Naja, über den Gouverneur zum Beispiel. Erzählt mir von Gouverneur Haskell. Ein Mann wie ich lernt einen Mann wie ihn nicht wirklich kennen. Er ist ein Mann Gottes. Wir alle vertrauen ihm. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Mann wie du, was soll das bedeuten? Okay. Und reden wir über den Sohn, über Lemmy? Erzählt mir von Lamentation Haskell. Netter Junge. Sehr auf seine Geheimnisse bedacht. Ich verstehe nicht, wovon er spricht. Glücklicherweise erzählt er mir nichts. Und über dich selbst? Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch? Das hat mich lange niemand mehr gefragt. Ich fühle mich, als würde in mir ein bizarrer Krieg zwischen Gottesglaube und unheiliger Angst toben. Gottesglaube und Angst? Interessant. Mehr hat er nicht zu erzählen. Danke für eure Hilfe. Gern geschehen, mein Herr. War nicht so ergiebig, das Gespräch. So, jetzt ist auch hier die, dieser Kreis weg, die Siedler suchen und sowas, weil ich mit jedem gesprochen habe. Lucy Barrows Laden, die rennt immer rum. Und Phoebe Walcott. Okay. Dann kann ich jetzt in die Richtung gehen, hier zu den Gottesgedöns. Das andere habe ich ja eh nicht. Hier gehe ich dann später hin. Hier führt mich vielleicht auch noch eine andere Geisteraufgabe hin. Die Schwestern wollten noch irgendwo hin und sitzen immer noch dort. Also irgendwann muss ich die Erlaubnis bekommen, hier die ganzen Dinger wegschießen zu dürfen, ey. Damit wir auch drin diesen den Fahrstuhl zum Beispiel benutzen können. Was denkst du über Caleb? Du zuerst, junger Herr. Caleb ist besessen. Caleb wird heimgesucht. Heimgesucht, bis er dem Wahnsinn verfallen ist. Vielleicht von Ruth und Alexander? Vielleicht, aber irgendwas passt nicht. Wir ziehen keine voreiligen Schlüsse. Wir sammeln Beweise.
Ja, mache ich doch immer. Wann habe ich mal voreilige Schlüsse gezogen? Was für ein Erdloch. Das würde ich mir auch mal gerne anschauen hier noch, bevor ich da weitergehe. Ist hier noch was am Wasser? Nee, ne? Kommt man nur von dem Steg da aus? Oh, ist das Tor zu? Ja. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Okay, können wir uns also noch nicht ansehen. Da geht's durch. Ist auch der Weg, ne? Ja. Zum Gottesacker. Gottesacker? Gottesacker. Alter, der ganze Boden ist aufgerissen, so sieht das hier aus. Guck dir, oder eingestürzt oder irgendwas. Gab es hier mal Erdbeben? Da fliegen Dinger rum, da ist also irgendwas Geistmäßiges. Da hängt noch ein Fass oben. Da kann man drüber hüpfen. So, jetzt müsste ja der Rauch hier, der Nebel weg sein, ne? Okay, das... Ja. Ja, guck mal, wenn man hier über die Brücke geht, kommt man hier hinten hin und kommt vielleicht hier hinten da auf das Schiff oder so. Könnte miteinander verbunden sein. Verlassener Hof. Unterschlupf. Hinter mir scheint nicht so viel zu sein, da kann man hochklettern. Sollte ich zuerst hochgehen? Ich glaube, oben war nicht so viel auf der Karte zu sehen hier. Außer ich kann hier noch irgendwo runterspringen oder sowas. Bringt das nichts? Es geht da doch runter. Aber oben drauf liegt nichts. Vielleicht ist das aber auch der Weg, weil die Brücke nicht unten ist und ich muss da eh auf die Seite rüber. Hier ist gar nichts. Das habe ich ja zum Glück schon von der anderen Seite aus gesehen. Alles so wie. Sieht aus wie so ein Erdrutsch, dass die ganzen Wurzeln von den Bäumen auch hier freigelegt wurden und so. Sieht nicht mehr so malerisch idyllisch aus wie am Anfang, wo man die Farm gesehen hat. Wir sind da. Lass uns die Gräber von Alexander und Ruth suchen und herausfinden, warum sich Caleb so seltsam benimmt. Jo. Ja, wo halt noch Kornfelder und alles da war, alles nur so frisch aussah. Hier haben wir auf jeden Fall Gräber. Das hier sind sie nicht. Das ist auch wieder nur ein Rückweg. Hier oben. Na, wahrscheinlich von hier, wenn man hier rumgeht. Hier, wer hat gleich gekämpft? Hier liegen Körper rum. Da unten waren wir. Und kann man die Brücke von der Seite runterlassen? Wahrscheinlich. Ja, da ist was. Da. Hinterm Holz. Ich hab hier was für dich. Da oben ist einer mit Flinte. Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespannt hat. Ja.
dich! Hey. Selbst auf dem Friedhof hier wurden fast die Gräber wieder ausgehoben, so durch diesen Erdrutsch. Schon sogar einige Leichen verschütt gegangen. Abgeschmiert. Könnte vielleicht auch mit dem Fluch zusammenhängen, dass die Erde hier halt so aufgewühlt wird. Du wirst anvisiert, Red. Lauf, Red. Sie kriegen Verstärkung. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Ja, hatte er vor. Ist das ein Oberschenkelknochen? Ja. Sehe ich da eine Kniescheibe? Nett. Nett? Wieso nett? Hat doch jeder sowas im Körper. Da haben wir auf jeden Fall auch eine Figur für eine verfluchte Kiste. Hat hier jemand noch mehr Knochen? Grabräuber? Ja, aber was genau haben sie gestohlen? Es könnte auch wieder sein, dass das Caleb war. Er durchsucht das verbrannte Haus, weil er irgendetwas sucht. Er hat vielleicht im Haus nichts gefunden und jetzt sucht er in den Gräbern von Alexander und Ruth, weil er das im Haus nicht gefunden hat oder so. Weil die Knochen waren ja auch auf jeden Fall in seinem Garten. Also das ist schon verdächtig. Irgendein Gegenstand braucht er. Ruth Watson. Darunter ist ja noch ein weiteres Grab. Noch eins? Nicht das von Alexander? Der Bauer. Okay. Kann ich da oben das Seil schon ranbauen? Wir sollten uns weiter umsehen. Ja, ich komme gleich. Pisst euch! Attrappen, um herumgeisternde Schemen abzulenken. Diese hier? Stümperhaft. Aber die Person hatte zumindest etwas Erfahrung damit. Attrappen. Das sind Kaninchen. War mal echt. Kommt aber ganz schön viel Zeug. Aber na gut, das ist ein Friedhof, ne? Viele Schemen hier auf dem Friedhof. Stirb, du Drecksau! Ich dachte, hier wäre die Stelle, wo dieses Seil da angebracht werden kann, aber ist gar nicht. Welche Stelle? Wo bin ich denn hier überhaupt? Das ist das. Da komme ich doch bestimmt hier. Ja, da wird es dran gemacht. Hallo. Hier, das ist für dich. Noch mehr Attrappen. Boah. Ich hab hier was für dich. Leinen. Da muss ich auf jeden Fall hin.
gehe hier gleich weiter, wenn ich am Grab war. Weil das hier unten ist nur die Stelle. Da kommt man auch nicht wieder woanders hin. Das ist hier. Ist ja die Schlucht. Was haben wir da noch? Pastures, alte Mühle und Dunkelwald. Und noch mehr. Hier, das ist für dich. Wenn Knochen. Das Totengräber waren, sollten sie sich eine andere Arbeit suchen. Ich glaube, wer immer das war, findet auf dieser Welt keine Arbeit. Ja, gut. Das war's. Hier. Auf jeden Fall auch ausgebuddelt. Hier lag Alexander Watson begraben. Hat Caleb ihre Leichen mitgenommen? Irgendwer auf jeden Fall. Und er ist mein Hauptverdächtiger. Jedenfalls eine ganz schöne Sauerei. Vielleicht weisen uns die Attrappen den Weg. Folge dem Weg. Geh nicht so nah ran. Ich versuch's. Ah, perfekt. Dann muss ich jetzt sowieso da lang, wo die ganzen Attrappen sind. Genau, hier lang laufen. Dann noch mehr Attrappen. Und wann werden wir wieder das nächste Mal angegriffen? Ich meine, hier ist alles voll. Der waren wir. Und hier oben können wir dann das Seil runterlassen. Aber hier habe ich nichts entdeckt. Dämonologie. Ich hätte es wissen müssen. Oh. Schau mal an. Ist Caleb also vielleicht wirklich besessen? Vielleicht deswegen so ehrlich, wo er gesagt hatte, ich bin so ein... So ein eifersüchtiges Schwein oder so, hat er ja gesagt. Vielleicht war das nicht der echte Caleb. Okay. Oh. Geschenke, Geschenke. Und wer kennt sich mit Dämonologie aus? Der gute Haskell auch. Das Ding schon wieder. Verwüstete Vogelscheuche. Lust auf ein Rennen? Ich krieg dich schon noch. Haben wir ein paar übersehen? Weg da, der muss weg. Schon wieder diese Krähen, du Arsch. Lass mich dir helfen. Haben wir ein paar übersehen? Nee. Sie greift gleich an. Hör auf mit dem starken Angriff. Lust auf ein Rennen? Da kommen noch mehr. Ich hasse diese Dinger. Das war nicht deine erste und das wird auch nicht deine letzte gewesen sein. Hey, danke, dass du mich daran erinnert hast. Vigor Mortis. Gibt's doch noch Schreine? Mhm. Mit Knochen? Ja. Ist ja wie in Lady Blackwoods Schlafzimmer. Ich nehme ein Echo in der Nähe wahr. Ja. Deswegen die ganzen Leichen ausgebuddelt, weil sie die Knochen dafür brauchen?
Okay, war das hier? Viggo Mortis? Da, Viggo Mortis. Die Größe des Wirkungsbereichs von Spektralexplosionen wird um 70% erhöht. Welches benutze ich da gerade eigentlich? Gewehrschuss mehr 100% Schaden, ja. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation besiegt wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 100% mehr Schaden. Ah, das brauche ich eigentlich auch nicht. Das könnte man mitnehmen. Vielleicht, weiß ich nicht. Geisterpunkt. Wenn ihr einen Gegner mit einer Manifestation... Nee. Schlagangriffe verursachten mehr Schaden. Aber nur 5. Manifestation. Du erleidest 20% weniger Schaden, aber erhältst weniger Bannpunkte. Auch das so. Dieses Ding und das hier. Das würde ich gerne... So, da würde ich gerne nochmal irgendwas anderes finden. Im Ganzen. Gefällt mir alles nicht, was ich da zur Auswahl habe. Sonst ist hier aber nichts mehr in der weiteren Richtung. Ja, wo? Es muss doch irgendwo die Stelle sein, wo das Seil runtergelassen wird. Ich schaue mir das Echo natürlich gleich an. Ah ja. Und dann kann. Ja, genau. Ich war auch noch nicht hier, ne? Tag, mein Freund. Du bist ja scheußlich. Ja, lass ihn doch. Wirklich scheußlich. Aber auch unglaublich schlecht gemacht. Schlecht gemacht auch noch. Okay, horchen wir. Was? Pergament? Ein altes Ritual, aufgeschrieben von Tinte besudeltes Pergament. Sicher, dass wir nichts übersehen haben? Mit etwas Glück finden wir, was wir brauchen. War das... Ja. Irgendwas ist hier. Ah, Pergament. Altes Pergamentpapier, vergilbt und mit Flecken, auf dem eine Anleitung mit Notizen für das mächtige Ritual der einfachen Wiedergeburt geschrieben steht. Was ist das? Wiedergeburt? Sieht nach einem verpfuschten Ritual zur einfachen Palingenese aus. Das Ritual zur... Dieses Ritual, mit dem man jemanden zurückbringen kann? Du meinst dieses Ritual? Ja, genau. Dieses Ritual. Oh, ist vielleicht der tote Alexander im Körper von Caleb drin? Und ist deswegen so ehrlich, dass dann sagt, Caleb ist so ein Schwein und so? Ist das vielleicht der Bruder? Nein, was mach ich denn? Das ist falsch. Ich wollte das. Das ist doch ein Echo. Gabamach Arsenales. Ja, war falsch. Es ist ein Echo, Mann. Askel Fogachsma. Oder beide Brüder teilen sich einen Körper oder irgendwas. Vom deswegen Fleische die Selbstgespräche. Verb. Ja? Vom Verb zum Herzen, vom Herzen zum Fleische. Der Knoten des Todes ist ungelöst, doch ich werde ihn zerschneiden. Na? Ja, guck. Ist in ihn reingefahren. Nein! Nein! Du solltest nicht... Hat das falsch gemacht? Hey, Junge! Ja? Komm zu mir, Ruth! Komm zu mir, meine Liebste! Komm zurück zu mir! Okay.
Caleb Watson hat einen Geist beschworen, ohne ihm einen Körper bereitzustellen. Ja. Also schnappte der Geist sich seinen. Caleb ist nicht mehr Caleb. Er hat den falschen Geist erwischt. Sicher? Und er hat auch noch den falschen Geist erwischt. Er hat Teile seiner Frau, aber auch seines Bruders verwendet. Oh. Ruth, Alexander, Caleb, alle Konstellationen sind möglich. Okay. Dann lass uns rausfinden, welche es ist. Weil die Knochen alle durcheinander waren, konnte er nicht mehr unterscheiden, welcher Knochen zu was, zu wem gehört? Ist ja voll dumm gelaufen für ihn, ne? Vielleicht, er wollte wahrscheinlich nur Ruth wiederbeleben. Aber selbst dann war er kein Körper, also der ist halt Anfänger an dem, was er tut. Der Schuster Caleb Watson wollte die Frau, die er liebte, um jeden Preis besitzen, nur um am Ende seinen Körper an den Bruder, den er so hasste, abtreten zu müssen. Was ein Depp. Was ein Idiot, ey. Ich würde mal sagen, da hat er reingeschissen. Caleb konfrontieren, okay. Ich hätte mal das Kleingedruckte lesen sollen, ne? Wenn du diesen Zauber vollführst, dann brauchst du auch einen Körper. Wo der Geist dann reinkommt. Weil wo soll der denn sonst hin? Das ist ja nur ein Schemen da. Mit dem kannst du auch nichts anfangen. Okay, jetzt ist die Abkürzung hier auf jeden Fall vorhanden. Ich könnte auch bis zum Lager da gehen und das schon mal freischalten, damit ich das hab. Hier wäre sogar auch noch ein Fragezeichen in die Richtung. Also so geradeaus dadurch. Vielleicht kann ich auch noch die Brücke runterlassen. Für nächstes Mal. Da muss ich nicht immer über diesen Friedhof kraxeln. Ja. Hä? Haben wir ein paar übersehen? Der ist da oben. Eine Dame mit... Oh. Mit einer Heugabel. Lauf, Red! Wir kriegen Verstärkung! Da ist noch einer. Mit einem Highland Kiss. Das war's. Okay, wenn hier die Brücke ist, wo war das Lager? Oh, das ist ja ganz weit weg. Da bin ich lang gegangen, ne? Hier bin ich ja zum Friedhof rübergegangen. Ich war nur noch nicht hier, bei der Hütte. Könnte allgemein mal ein bisschen über die Map laufen, was alles aufzudecken. Da gibt es noch viel zu sehen. Ah, die zweite Figur. Der Bauer. Gefunden habe ich die Kiste auch noch nicht, aber schon zwei Stück dafür. Man könnte von hier dahin. Das ist aber nicht der Friedhof, das ist eine andere Ecke hier, oder? Weiden in den Eggen entdeckt. Entdeckt. Ah. Das ist diese Ecke hier. Das ist die Hütte von da. Ich bin hier. Hier könnte man noch lang.
Hier sieht es wieder ein bisschen schöner aus. Mit Kornfeldern und sowas. Ja, hab das Lager gefunden. Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Sehr schön. Noch sogar eine Kiste. Sieht aus, oder? Brauche ich einen Schlüssel? Nö. Gib wieder for free. Okay, Leute, ich habe das Lager gefunden hier. Dann kann ich hier nochmal das Spiel speichern und kehre dann zurück in das andere Dorf. Und kann dann Caleb konfrontieren. Dingsbums ansprechen, wegen der ganzen Sache. Und dann mal schauen, was er für Mist gebaut hat mit seinem, mit seiner Beschwörung. Weil er seine Geliebte wiederhaben wollte und dann aber seinen Bruder zurückgeholt hat und der da jetzt in seinem Körper drin ist. Das ist dumm gelaufen. Aber wer vielleicht, also ja, hat er selber Schuld gehabt. Vielleicht. Deswegen war der auch so ehrlich zu uns und hat gesagt, ja klar, habe ich den Brief gefälscht, ne? Weil er das gar nicht war, weil da der Bruder draus gesprochen hat. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt gerne auf den Like-Button und dann bis zur nächsten Episode von Banishers. Haut rein, ciao, ciao.